So, ich zeig dir jetzt, wie man jungelt. Und zwar an einem ganz einfachen Beispiel. Und zwar an einem AD-Jungler, der mit Attack Damage spielt. Dafür nimmst du am besten folgende Masteries, die du halt sehen kannst. Du solltest 9 Punkte in Angriff investieren und 21 Punkte in Abwehr. Was halt ganz wichtig ist bei diesem Baum, sind auf jeden Fall beim Abwehrbaum rechts oben diese zwei ganz wichtigen, die sollst du auf jeden Fall nehmen, weil die auch Schaden zurückreflektieren. Und sonst mit diesem Tree bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn du den 1 zu 1 übernimmst und als Jungle-ID speicherst, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und um den Jungler an sich zu testen, würde ich erstmal so ein Custom-Game anfangen. Dabei pickst du halt selber deinen Champion und hast halt auf jeder Seite jeweils drei Bots. Wartest am Anfang, bis die Bots auf ihre Lanes gehen, dann junglest du und dann hilfst du halt den Lanes, denen du helfen kannst. So, in solch einem Spiel befinden wir uns zurzeit. Es hat schon geladen. Ich habe diesmal Xin Zhao genommen, der meiner Meinung nach der einfachste Jungler ist, den es zurzeit gibt. Und ja, der Grund, warum ich Xin Zhao nehme, ist, er hat halt hier sowas wie ein Gap Closer. Das heißt, er kann eine große Entfernung zurücklegen, dabei den Gegner auch noch verlangsamen. Und diese zwei Skills hier machen halt seine Angriffe stärker, was auch vor allem im Jungle wichtig ist. So, was kaufen wir am Anfang? Ihr solltet als Anfänger erstmal immer diese Machete des Jägers holen und diese fünf Tränke hier. So. Das ist ein ziemlich guter Anfang. Und warte, bei einem Custom Game ist es ganz wichtig, erstmal im Lager zu bleiben, damit alle auf ihre Lane gehen. Was noch wichtig ist, eure Beschwörerzauber. Ihr könnt bei mir sehen, hier ist es ein bisschen kleiner. Vielleicht hätte ich es größer machen sollen. Kann ich ja jetzt auch. Ja, okay. Also, ganz wichtig ist Smite, oder Zerschmettern auf Deutsch. Und Flash, das sind so für Anfänger ziemlich gute Beschwörerzauber für jeden Jungler. Für manche Jungler, wie zum Beispiel Hecarim, wäre hier zum Beispiel noch Geist sehr hilfreich, da sein AD durch sein Passive auch auf sein Bewegungstempo skalieren. So, und jetzt sehen wir, dass die Bots auf dem Weg zu den Lanes sind. Jetzt können wir uns auch zu unserem ersten Buff bewegen. Eure Jungle-Route sollte sein, ihr fängt mit Blue an. Auf der anderen Seite wäre es diese Richtung auf der Map. Schaut auf die Karte. Danach, von Blue geht ihr direkt zu eurem Red. Und danach macht ihr die hier und geht dann am besten in der Mitte ganken. So mache ich das halt immer, weil jeder muss sein eigenes Zeugs herausfinden. So, das die Scheiße jetzt ist, dass ich niemanden habe, der mir hilft. Normalerweise hilft mir ja der Toplaner oder so, aber diesmal nicht. Wichtig ist beim Kampf, ihr haut schon mal einen Trank rein, damit er euch während des Kampfes heilt. Und bei eurem ersten Buff, den ihr umbringt, benutzt ihr kein Zerschmettern. Den besiegt ihr erstmal ohne Zerschmettern, weil ihr ja normalerweise jetzt auch noch Hilfe hättet und beim zweiten Buff hättet ihr keine Hilfe. Also kein Bot oder was auch immer, der euch hilft. Deshalb macht ihr den hier mit Buff und Hilfe eurer Teamkameraden und den zweiten Buff macht ihr dann halt mit Smite. Ich habe mein Trinket vergessen, aber das ist jetzt nicht wichtig. So, und jetzt machen wir unseren zweiten Buff. Benutzen auch unsere Skills dazu. Und jetzt Linksklick auf das Monster. Hier oben sehen wir die Leben und hier sehen wir Smite. Und wir sollten immer versuchen, Smite zu benutzen, wenn wir ihn damit auch umbringen. Jetzt habe ich es verkackt. Aber auf den letzten Drücker benutzen, nicht mittendrin. Wieso? Ganz einfach, hier in diesem Busch könnte der gegnerische Jungler stehen. Und wenn wir kein Smite hätten, dann könnte er, wenn das Monster noch 400 Leben hat, einfach smiten drauf und dann wegrennen. Und dann wären wir richtig im Arsch. So, wir können jetzt gucken. Sie braucht Hilfe. Also bewegen wir uns über den Busch. Aber wir haben noch kein Level 3. Das ist ja ganz neu. Wir sollten erstmal Level 3 bekommen. Also muss ich noch ein bisschen aushalten. Leider. Ich hoffe, das hält sich noch aus. Ich würde sagen, eine Regel ist, vor Level 3 nicht ganken. Wenn man noch nicht mit der Jungler-Rolle vertraut ist. So, bringen wir noch schnell die Minions hier um. So, und jetzt können wir ihr helfen, wenn sie nicht schon tot ist. So.
Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob der noch Leben hat. Geduld. Jetzt haben wir Geduld und wir sehen, der kommt wieder. Gehen wir halt drauf. Wir sehen, der bewegt sich nicht. Er hat irgendwie ein Problem. Und haben ihn umgebracht. Fertig. So, jetzt können wir halt wieder zurück. Und jetzt schauen wir uns die Lage auf anderen Lanes an. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Kill drin. Also bewegen wir uns dorthin. So, hier auf. Am wichtigsten ist immer in den Büschen warten. Und wir sehen, er ist wieder zurückgekommen. Also gehen wir drauf. Er will wegrennen. Also schließen wir die Entfernung ab. Und bringen den Kollegen um. Fertig. Natürlich ist es bei den Bots viel einfacher als normal. Aber hier habt ihr zum Beispiel gesehen. Gut, jetzt sind alle Lanes so ungefähr in Ordnung. Jetzt kann ich wieder zurück in meinen eigenen Jungle und meine Creeps umbringen. Und da solltet ihr halt immer drauf achten, diese Symbole auf der Karte heißen, die Creeps sind wieder zurück. Da gibt es zwar Timer, aber das wäre jetzt zu schwierig für euch, das im Kopf zu behalten. Diese Buffs kommen alle 5 Minuten wieder. Das solltet ihr euch vielleicht ein bisschen vor Augen halten. Und alle anderen Sachen, da müsst ihr mal im Internet nachschauen. Aber da reicht es auch einfach, ab und zu mal auf die Karte zu gucken und zu schauen, wo dann jetzt was zu holen ist. So, wir haben noch einen Trank, den nehmen wir auch. Sehen, dass unten ein Kill ist und in der Mitte ist noch was drin, denke ich mal. Also bewegen wir uns wieder Richtung Mitte. Wir geben dem Midlaner auch ein Zeichen, dass wir da sind, indem wir Alt und linke Maustaste klicken. Und da drauf klicken. Und jetzt geht's los auch. So. Ah, die Leona hat jetzt keine Lust. Und jetzt ist wichtig, geht nicht sofort wieder weg, wenn Leona zum Beispiel zurück muss. Push die Lane. Das heißt, killt ihre Minions. Versucht möglichst immer Last Hits zu machen. Und wenn der Kollege jetzt zurückkommt, auch mal den anzugreifen. So. Aber halt nur kämpfen, wenn es für euch eine günstige Lage ist. Das heißt, wenn ihr halbe Leben habt und der Midlaner hat noch volle Leben, dann greift ihr ihn natürlich nicht an. So. Und meine Regel für euch, für den Anfang: Entscheidet euch zwischen zwei Lanes, die ihr immer gankt. Entweder Top und Mitte oder Mitte und Bot. Aber rennt nicht von der Top Lane runter zur Bot Lane, um da zu ganken. Dann ist es meistens schon zu spät. Also macht euch einen Plan, welche beiden Lanes ihr ganken wollt und bewegt euch am besten zwischen den beiden. Aber wenn ihr zum Beispiel den Blue Buff hier holt, dann geht auch ruhig mal nach oben oder in die Mitte. Ich warte jetzt eigentlich nur, bis Blue Buff wieder da ist. Ich habe so viel Geld, dass ich mir jetzt einfach mal sofort dieses Item hole. Das war eigentlich dumm. Ich würde euch eher empfehlen, das hier zu holen. Schon mal Level 1 Schuhe und dann den Anfang zu diesem Item und ein paar Augen und dieses Trinket auch noch. So. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Es ist ungefähr 7 Minuten. Und ich weiß, ich habe den Blue Buff ungefähr bei 2 Minuten und 10 Sekunden umgebracht. Das heißt, der Blue Buff müsste gleich erscheinen. Und wir schauen auf die Karte. Das Symbol müsste auch gleich hier aufpoppen. Wenn wir mal drauf achten. Da. Das Symbol ist erschienen, dieses hier. Jetzt können wir dorthin und den Blue Buff holen. Und am besten wäre es, wenn ihr über Chat sagt, get Blue. Und bevor ihr ihn umbringt, also ihr könnt schon mal Smite nutzen, obwohl ihr nur noch ganz wenig Leben habt, drückt ihr S und wartet, bis euer Midlaner kommt und den Blue Buff umbringt. Es ist besser, den Blue Buff dem Midlaner zu überlassen. In diesem Fall nehmen wir ihn halt selber, weil die Bots wissen natürlich nicht, wann wir denen was geben wollen. So, wir haben natürlich viel Leben verloren, das ist blöd. Wir helfen natürlich auch unseren Lanern, das heißt, wir warden den gegnerischen Jungle an den Ausgängen zu unserem Jungle, sodass unsere Spieler halt immer sehen können, wo die sind. Und jetzt wollen wir den Graves. Ah, kriegen wir noch? Nein, das war dumm natürlich. Das ist auch ein gutes Beispiel, das habe ich natürlich extra gemacht. Ihr solltet es nie übertreiben als Jungler, noch den Kill oder was auch immer zu bekommen. Wenn ihr den Gegner schon dazu bringt, zurückzugehen, ist das schon ein Gewinn für eure Lane.
Damit beende ich halt auch dieses Tutorial. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Was für Sachen ihr jeweils bei dem Champions bauen sollt, das könnt ihr ganz einfach herausfinden. Entweder ihr kauft die empfohlenen Gegenstände oder ihr macht das hier. Ihr geht bei Google, gibt zum Beispiel Xin Zhao Jungle Bild ein, klickt bei MOBA Fire auf die Seite. Und dann habt ihr hier so viele Guides, zum Beispiel der hier sieht ganz gut aus, weil hier auch noch so ein grünes Lämpchen ist. Das heißt, this guide was updated. Klicken wir drauf, suchen uns hier oben. Hier steht Mid und Bot, das wollen wir nicht. Hier steht zum Beispiel Jungle. Und hier steht zum Beispiel, was für Jungle-Items man kaufen sollte. Start-Items, die nächsten, also einfach nach der Reihenfolge kaufen. Und das Gute ist hier, ihr kriegt hier sogar die Skills. Die Skill-Reihenfolge, die ihr leveln sollt, und auch hier ein paar Masteries. Ihr könnt die einfach mal probieren. Wie gesagt, bei diesem Custom-Game, was ich euch am Anfang vorgestellt habe, probiert es einfach mal aus, ein paar verschiedene Builds. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr überhaupt diesen Champion spielen sollt und keinen Bock habt, den ganzen Guide hier durchzulesen, der schon ziemlich lang ist, geht einfach bei YouTube, gibt Jungle Xin Zhao ein. Achtet darauf, dass ihr hier oben bei YouTube auf dem Filter diesen Monat eingibt, weil Updates ändern immer die Spielweise von verschiedenen Champions. Klickt einfach mal irgendwo drauf und dann schaut euch an, wie diese Person den Jungler spielt. Oh, das ist der perfekte Moment, da sehen wir sogar noch einen Kill. Und damit verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr könntet alles, was ihr zum Junglen braucht, sehen. Welchen Champion ihr zum Jungle nehmen sollt, da probiert ihr wirklich mal alle bei Custom Games aus. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass sie A, viel Leben haben. Also gehen wir mal hier drauf auf Champions. Zum Beispiel, wen hatten wir? Xin Zhao. Wichtig ist, dass sie bei Leben ungefähr über die Hälfte haben. Ja, dass sie einfach zu spielen sind und dass sie eine Fähigkeit haben, die entweder den Gegner stunt, verlangsamt oder dass ihr zum Gegner direkt hinfliegt, wie zum Beispiel hier. Victory calls. Damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut und viel Spaß.